Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Football Manager 2017 mit unserer Football Manager Story, unserem Roleplay mit Igor Luric, dem Trainer von Union Berlin zurzeit. In der letzten Folge haben wir ein wenig in den Taktiken rumgestöbert und zwar haben wir die Ecken eingestellt, sowohl offensiv als auch defensiv und beide Seiten. Und ich habe ja schon angekündigt, dass ich das auch für die Freistöße machen werde. Was habe ich getan? Verteidigung, ich werde es kurz erklären. Ich habe hier nicht viel geändert. Ich habe einen hier hingezogen. Der soll dann halt eben vorne bleiben, damit wir einen Konter starten können. Ansonsten die Mauer 4 Mann. Und 5 Leute sind halt hier hinten, die dann aufpassen sollen. Auf der anderen Seite genau das gleiche, identisch. Ich denke, das ist ganz solide, würde ich sagen. So, ansonsten Angriff. Habe ich das so getan, dass ich hier 2 Spieler haben, die die Mauer stören. Das heißt, bestenfalls auf beiden Seiten oder in der Mauer oder sonst was, die dann da ein bisschen was aufmachen sollen. Ein Spieler, der direkt beim Freistoßschützen steht, damit man kurz spielen kann. 3 Spieler stehen hier hinten und ansonsten 3 Mann im 16er und einer, der den Torwart stört. Das habe ich auf der anderen Seite genau das gleiche gemacht. Ja, ich denke, das ist schon ganz gut. Da sind einige Dinge möglich, da bin ich mir relativ sicher. Ja, ansonsten werden wir jetzt die Kapitäne auswählen. Am allerwichtigsten ist natürlich hier die Führung. Da haben wir Emanuel Pogatetz. Hat auch eine gute Zielstrebigkeit, sehe ich gerade hier. Momentan ist Felix Groß Kapitän und dann kommt Benjamin Kessel. Warum wir denn Groß? Der ist hier unten, der hat nur 9. Hat zwar Teamwork, aber das ist ein bisschen wenig. Pogatetz würde ich aber auch nicht nehmen. Der Kreilach, der hat 14 und 16. Der Fürstner wäre aber auch nicht schlecht, der hat 14 und 18. Ich würde sagen, der Kreilach wird unser neuer Kapitän. Zentrales Mittelfeld, das würde auch passen. Ist mutig und auch zielstrebig. Ja klar, warum nicht? Er wird dann neuer Kapitän. Gut, das müssen wir hier auswählen. Okay, Kreilach. Naja, das ist nicht weiter schlimm. Würde auch passen, er ist Kroate, also kann er sich auch gut mit Igor Luric unterhalten. Gut, beide sprechen wahrscheinlich Deutsch, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken bei Kreilach, aber ich denke schon. Also der Igor Luric ja schon, der lebt ja schon lange hier. Wo haben wir Groß? Den machen wir dann als Vizekapitän, damit er dann nicht zu sehr traurig ist. Schönheim machen wir mal als Vertreter. Und dann können wir auch Fürstner als Vertreter machen. Dann eben Skripski. Genau. Warte, schauen wir mal. Damir Kreilach, wie sieht's aus? Informationen. Er spricht Deutsch gut. Alles klar, also ist das kein Problem. Dann hätten wir den Kapitän bestimmt. Gegnerische Anweisungen werden wir von Spiel zu Spiel agieren. Pressing ist natürlich gut, das heißt auf jeden Fall, die offensiven Spieler in der Zentrale werden immer gepresst. Das heißt, so jetzt muss ich schauen. Das gehört noch dazu und das hier gehört noch dazu. Das hier sind Außen. Das hier sind wieder Zentrale. Also offensiv zentrale Spieler. Und ja, hier auch. Die DMs holen wir auch noch mit. Und eben auch noch hier die Innenverteidiger. Ich denke, ist ganz klar, weil eben zentrale Spieler, da müssen wir Druck aufmachen, dann können sie auf die Außen spielen, damit wir das Zentrum dominieren. Das passt ja auch zu unserer Taktik. Wir können noch mal kurz hier reinschauen. Wir haben hohes Pressing, spielen ziemlich eng. Also wir wollen die Herrschaft übers Mittelfeld haben, über diese Fläche hier. Also in der Theorie, wir werden sehen, ob wir das auch hinbekommen. Ansonsten, hier brauchen wir nichts machen, das sind nur Analysen. Da können wir jetzt noch nichts machen, weil wir eben noch kein Spiel gemacht haben. Das heißt, wir haben die Taktik auf jeden Fall schon mal gemacht. Das ist doch schon mal ganz gut. So, da kommen wir jetzt zu anderen Dingen, die auch noch wichtig sind. Das sind sehr viele Sachen, die wir noch machen müssen. Und zwar müssen wir jetzt erstmal das Training machen. Das können, hier sehen wir eine kurze Übersicht. Da sehen wir einige Informationen, momentan 100% ausgeglichen. Ja gut, haben noch nicht viel gemacht. Die Fitness der Mannschaft
Wir sehen, die Fitness, die ist momentan nicht da. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall mal hin, also bekommen. Wir gehen hier auf Team. Hier können wir das allgemeine Training einstellen. Wir werden mal die Intensität auf hoch stellen und Fitness trainieren. Ist, denke ich, am Anfang ganz gut. Wir werden. Momentan lassen wir es noch so. Das ist, denke ich, in Ordnung. Trainingsfrei vorspielen, denke ich mal nicht. Das ist Blödsinn. Das heißt, diese Woche wird leider noch ausgeglichen trainiert. Können wir leider nicht mehr ändern. Ist aber auch nicht schlimm. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon, dass wir hier Taktik, also nicht Taktik, sondern Fitness machen. Also erstmal hier Fitness trainieren, damit wir da mal auf einen ordentlichen Wert kommen. Denn die Saison ist lang und da brauchen wir fitte Spieler. Ist, denke ich, ganz in Ordnung. Hier können wir individuell einiges einstellen. Wir können ja mal den Co-Trainer mal darum bitten, Trainingsschwerpunkte zu setzen. Da hat sich einiges schon verändert. Das ist gut. Wir müssen aber bestimmte Sachen gleich nochmal schauen. Das können wir aber auch direkt über die Taktik machen. Wir werden nach und nach dann auch bei manchen Spielern, falls wir da eben Sachen, bestimmte Sachen brauchen, das auch mal individueller gestalten und nach unseren Ansprüchen. Aber ich denke, wir vertrauen da jetzt erstmal auf den Co-Trainer und schauen mal beim Assistenztrainer, was man da machen kann. Das ist ganz einfach. Hier können wir einstellen, wer welche Aufgaben im Training übernimmt. Wir haben normalerweise, also hier in diesem Fall haben wir zwei Assistenztrainer, einen Fitnesstrainer, einen Torwarttrainer, einen Co-Trainer und natürlich unseren Igor Loric, der besonders gut ist, was die Taktik angeht. Mental ist er stark und Angriff. Die anderen Sachen hat er so, naja, in Ordnung, geht besser. Und da müssen wir halt jetzt schauen, wo wir das machen. Wir können den Co-Trainer die Zuweisung beauftragen, aber wir werden das mal zurücksetzen. Das sind wahrscheinlich die empfohlenen Dinge. Wir schauen mal, haben wir hier irgendwo die Taktik? Ja. Wie viel Taktik hat er? 11. Auch 11. Wir haben 16. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal die Taktik übernehmen. Wir werden das nicht alleine machen, sondern am besten mit jemandem, der das ebenfalls kann. Dann nehmen wir mal den Assistenztrainer Bönig. So, schauen wir Fitness, Kraft, Fitness 5, Fitness 4, Fitnesstrainer 9, 4, 6, 10. Ja, ich würde uns aber nicht als Fitnesstrainer einstellen. Wir sind besser als unser Fitnesstrainer. Wir müssen uns vielleicht einen neuen Fitnesstrainer suchen. Wäre gar nicht mal so verkehrt. Wir werden das mal hier so einstellen, dass er auf jeden Fall Fitness macht. Das ist ja sein Beruf. Ja, da müssen wir auf jeden Fall schauen. Wir schauen uns mal gleich nachher noch die Mitarbeiter an, dass wir da noch ein paar zusätzliche Leute holen. Aber damit wir auf jeden Fall in der Zeit, wo wir Sachen auch suchen, schon mal ein wenig trainieren und das auch so, dass es auch passt. So, dann haben wir hier ebenfalls wieder Fitness. Wird er dann auch machen. Man sieht hier, vorher hat er hier 2,5 Sterne, jetzt hat er hier nur noch 2. Das kommt daher, weil er zu, wenn er zu viele Aufgaben übernimmt. Aber wir können nur maximal 2 Sachen übernehmen, oder wie? Nee. Aber er kann eben diese Sachen nicht machen. Okay. Wusste ich auch noch nicht gut. Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, einen Fitnesstrainer andere Aufgaben zu geben. Ja. Taktik haben wir eingestellt. Die Ballkontrolle. Das ist also mental und technisch. 11-11, 11-10, 5-6, 6-6, 8-11, 13-9. Er hier ist ganz klar, der Assistenztrainer. Und dann hier noch den Co-Trainer. Das denke ich in Ordnung. Verteidigung, Defensive ist klar. Hier der Co-Trainer ebenfalls. Ja, ansonsten ist da auch eher weniger. Wir schauen mal Angriff, 10, 11, 11, 13. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall mithelfen. Er hat Defensive 9, Defensive 11. Ja, dann machen wir das hier so. Da hilft er hier auch noch aus. So, Torschuss ist Angriff und technisch. Und da sehen wir schon, da kommen wir langsam, wird das ein bisschen knapp. Klar, Torwart ist da, wird das nicht machen. Ihn hier müssen wir einsetzen. Wir werden da ebenfalls, haben wir da auch teilnehmen.
man sieht, dass es eher, ja, sagen wir mal so, geringere Bewertungen sind. Das heißt, müssen wir uns auf jeden Fall Stück für Stück verbessern. So, also Torhüter ist ganz klar. Das macht er. Ansonsten haben wir dann noch jemanden, der ganz fähig ist. Wir könnten rein theoretisch noch bei den Torhütern aushelfen. Aber dann würde das Training halt drunter leiden. Und zweieinhalb ist hier schon einer der besten. Wenn wir jetzt erstmal so lassen, ist, denke ich, in Ordnung. So, dann hätten wir auf jeden Fall das Training erstmal vorübergehend eingestellt. Da werden wir auch immer wieder mal ein bisschen was anpassen. Wie gesagt, wenn wir mehr Trainer haben, andere Trainer oder falls die Situation da etwas anderes verlangt, da werden wir wieder drauf eingehen. Das heißt, wir haben unsere Taktik fertig, wir haben unser Training erstmal fertig. Die Mitarbeiter, wir haben momentan hier keine freien Plätze. Da müssen wir schauen, wie wir das machen. Entweder könnten wir halt Leute beantragen. Wir sehen auch hier, dass wir relativ gut dabei sind, was der Trainerstab angeht. Wir haben die besten Defensivtrainer, die besten Techniktrainer und eben die besten taktischen Trainer. Das ist schon gut. Und wir sind überall mindestens auf der Hälfte. Und hier sehen wir die Scouting-Abteilung, da sind wir miserabel. Unterdurchschnittlich 14. sind wir dort und 16. Wir haben nur einen Chef-Scout und einen Sportdirektor. Wir schauen uns das mal genauer an. Hier sehen wir dann, da haben wir einmal den Theo Gries. 9, 11, 11, das ist in Ordnung. Und Helmut Schulte als unser Sportdirektor. Ja, da müssen wir uns noch verbessern. Wir haben ja einige Plätze frei. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall so einen Chefdatenanalyst, der unsere Daten auswertet von den Spielen und von den gegnerischen Spielen, alles Mögliche. Wie viele Plätze haben wir denn da frei? Steht das hier irgendwo oder muss ich wirklich nachzählen? Das sind 8 Stück. Gut, dann heißt das, wir werden einen Chefdatenanalyst, einen normalen Datenanalyst und 6 neue Scouts dazu holen. Das ist ordentlich. Wir haben 2 Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, wir geben eine Anzeige aus für die Position, die wir suchen, dann kriegen wir Angebote. Das ist eine Sache, die mache ich gerne bei diesen Chefdatenanalysten und eben bei Datenanalysten. Warum? Weil die keinen bestimmten Wert brauchen. Ihr seht ja hier, da sind jetzt hier die verschiedenen Werte, zum Beispiel Training und Mental. Entschuldigung, ein bisschen der Hals. Tut mir leid. Also hier sehen wir die Werte von den Trainern und Scouts und allem Möglichen. Und bei diesen Datenanalysten ist kein Wert hier hervorgehoben. Das heißt, die brauchen eigentlich nichts. Die brauchen nichts. Da kann man eigentlich jeden einstellen, den man möchte. Das ist jetzt bei Scouts zum Beispiel anders. Da sehen wir hier Anpassungsfähigkeit. Ist nur wichtig, falls man jemanden aus dem Ausland nimmt. Ist klar, damit er sich halt besser anpassen tut hier im Land und Beurteilung, Fähigkeiten, Potenzial. Ist, denke ich, selbsterklärend. Also Fähigkeiten, die aktuelle Fähigkeiten, Potenzial, was aus ihm mal werden kann. So, da werden wir jetzt mal 6 neue Scouts suchen. Hier haben wir 11, 11. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall ein bisschen in diesem Bereich suchen. Wir können hier Personalsuche machen. Stellen hier erstmal ein, dass wir die Aufgabe Scout suchen. Da haben wir 282 Personen. Wir werden erstmal, wo haben wir das? Verein? Nein, allgemein. Mal Club Person und dann geben wir jetzt Berlin ein und schauen mal, ob wir jemanden finden, der besonders mit Berlin verbunden ist. Hier haben wir Ronny Nicole. War mal hier, aber ja. Das ist sowas, was wir nicht holen. Wir haben den Anspruch aufzusteigen. Da brauchen wir auch Personen, die da entsprechend gut sind. Warum habe ich hier Berlin eingegeben? Es ist immer ganz gut, wenn man ehemalige des Vereins dazu holt. Aber ist, denke ich, ganz klar. Ansonsten könnten wir ja mal Alter sortieren. Etwas jüngere wären gar nicht mal so verkehrt. Hier haben wir Zack Kalthof, der ist 27. Wäre ablösefrei zur Verfügung. 15, 10, 10, ja, eher. Also ich denke, 11 ist schon Mindest, was wir haben wollen. Dann haben wir hier Jan-Philipp Kahnlus von, er ist zurzeit Scout von VfB Lübeck. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Es gibt andere Vereine, die interessiert sind. Oh,
Schauen wir mal an, 1577 ist auch egal. Tobias Strobel, 28, 777 ist auch interessant. Elijah, wir werden das mal anders einstellen. Wir suchen nach den besagten Fähigkeiten. Ist, denke ich, in Ordnung. Aber nicht 1515. Wir gehen erstmal auf 10. Nochmal auf 10. Da haben wir 112 Personen. So, da haben wir nochmal Momčilović. Momentan bei Belgrad. Oh, das würde passen. Er kommt aus Serbien. 11-14, das ist nicht schlecht. Die Anpassungsfähigkeit ist bei 9. Ist halt eben die Frage, ob er das hinbekommen würde. So, bevorzugtes System ist natürlich ein bisschen was anderes. Hat dann 5-2-1-2, aber das ist jetzt nicht so wichtig, weil der ist nur ein Scout, der übernimmt keine Trainertätigkeiten. Ich denke, wir werden ihm mal ein Angebot unterbreiten. Er hat Scout-Kenntnisse über Serbien, Bosnien und Montenegro. Das ist, denke ich, in Ordnung. Da werden wir mal ein Angebot machen. Vertragsangebot 25.000. Wie viel verdient er dort? 2.800, das ist ja nichts. Nochmal 17.500. Wenn wir aufsteigen, kriegt er 15% Gehalt. 2 Jahre. Machen wir hier mal 20. Und so. Hier bleiben wir mal bei 20 und hier. Und gut, dann hätten wir unseren ersten Scout. Den werden wir mal abschließen. Dann haben wir Wladimir Rakic. Ebenfalls von Belgrad. Der ist dort Chef-Scout. 11-12. Hat eine gute Disziplin, Motivationsfähigkeit und Zielstrebigkeit. Arbeitet gern mit jungen Spielern. Er könnte auch Jugendabteilungsleiter sein. Wäre rein theoretisch auch möglich. Der hätte das gleiche Gebiet. Würde gut passen. Die beiden würden sich schon kennen. Hängt halt eben davon ab, ob er auch bei uns Scout sein möchte. Wir schauen mal. Chef-Scout, Scout. Wir werden das mal fixieren. Gehen hier ein bisschen runter. Wir werden das hier festsetzen. Verhandeln wir. Er ist bereit zu reden. Das ist schon mal gut. Machen wir 29.000. Sehr schön, da hätten wir schon 2 Scouts. Wir sehen hier auch, wir müssen hier eine Entschädigung zahlen von 6.000. Das ist etwas, was wir getrost ignorieren können. Das ist nicht viel. Bei anderen Vereinen kann das schon viel, viel mehr sein. Ich denke, das ist auch so in Ordnung. Das sind 2 Scouts, die auch nachvollziehbar sind aus der rollenspielerischen Perspektive. Denn beide kommen aus Serbien und erstens ist das für diese beiden dann angenehmer, hier rüber zu kommen, weil sie halt eben nur Anpassung 9 haben. Die kennen sich aber dann bereits, die arbeiten dann, denke ich, gut zusammen. Und eben, er hätte dann auf jeden Fall schon mal Personen aus dem Bereich des Balkans zu sich geholt. So, dann haben wir Komulka. Wir schauen mal jetzt nach Leuten, die jetzt in keinem Verein drin sind. Wir wollen nicht unendlich viele Ablösen bezahlen. Da haben wir Neshat Aygün. 11, 12, 14. Hier bei 1860 München. Okay. Wir schauen uns ihn mal an. Hat Kenntnis von Deutschland, Türkei, Österreich, Schweiz, Polen. 11, 12, 14. Das ist in Ordnung. Den holen wir. Wer fragt denn hier an? Darmstadt. Wie viel will er? 95.000. Wir gehen mal hier auf 46.000. 20% maximal. Wir verhandeln. Ah, der will die 100.000. Wir gehen maximal auf 75.000. So. Möchte er nicht. Okay, dann eben nicht. Wir wollen auch nicht unendlich viel für ihn ausgeben. Hier hätten wir noch jemand von Belgrad. Der ist verletzt. Die können sich verletzen. Ich glaube, der war dann vorher noch Spieler und hat sich dann verletzt. Ja, hier steht noch, dass er Spieler ist hier oben. Interessant. Ja, wir wollen eben dann jetzt nicht alles holen. Wir hätten hier noch Krinkinic. Ah, 16-14, das wäre ein richtig starker Spieler. Da werden wir mal noch schauen, wie viel müssten wir bezahlen für ihn. Ebenfalls 6.000, das ist nichts und der verdient auch wiederum nichts. So.
Ja, also das ist etwas, was ich denke, in Ordnung ist. Das heißt, wir haben schon drei Stück, wir brauchen noch drei weitere. So, hier haben wir Alexander Klitspera. 11-11, ja. Über welche Gebiete haben wir da? Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen. Dann haben wir Lars, wie wird das ausgesprochen? Mrosko. Mrosko, okay. 18, 12, 12. Gut, 18 ist jetzt hier uninteressant, weil wegen wir in Deutschland sind. Er hat bei Tennis Borussia Berlin angefangen. Ist ja gar nicht mal so verkehrt. Ebenfalls eine Beziehung dann zu Berlin. War auch bei Bayern Scout, bei Pauli und Wolfsburg. Ich denke, den nehmen wir auch. Das denke ich in Ordnung, wenn er nicht zu teuer ist. Fangen wir mal an, hier wieder 20% festsetzen. Schauen wir mal, ob wir das unter 75.000 bekommen. Ja, kriegen wir hin. Wir versuchen noch einmal so zu verhandeln. Okay, 65.000 ist in Ordnung. Ja, wir haben auch Scout. Das heißt, wir haben vier Stück, jetzt brauchen wir noch zwei. Also, Zivkovic. Wir können uns den ja mal angucken. 12, 12, 11. Ja gut, wir werden aber jetzt nicht hier nur Personen aus dem Balkan holen. Ich denke, drei Stück sind da schon in Ordnung. Wir haben hier noch jemand aus Bulgarien. Das ist was anderes. Der kommt ja wieder von aus dem anderen. Der war bei Jena, Aue. Okay. Das wäre ein Torwarttrainer eher. Da steht ja auch hier dabei. Also eher uninteressant momentan, weil wir uns die Trainer noch nicht ganz angeschaut haben. Das werden wir erst demnächst machen. Muratovic. Dann haben wir Kekic. Kekic 13, 13, ja. Weißenberger. Okay, gucken wir mal. Markus Weißenberger. 14, 14, das ist nicht schlecht. Wir schauen mal über Österreich und Deutschland. Ja. Hier haben wir Bernd Schneider. Ist das der Bernd Schneider? Ja, es ist der Bernd Schneider. Okay. Über welche Länder hat er Kenntnisse? Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen. Schuitemann. Bernhard Schuitemann. Boah, 19, 19. Wir hatten hier angefragt. Wolfsberger AC, Admira Wacker Mölding. Wo hatten der denn Kenntnisse? Österreich, Deutschland, Niederlande, Zypern, Australien. Oh, da kommt auch mit einem guten Portfolio. Wir bieten ihn mal an, Scout zu sein. Das können wir nicht draus machen. Das heißt, dass wenn jemand ihm einen Trainerposten anbietet, dass er dann einfach ablösefrei gehen kann. Okay, das sollte ja kein Problem sein. Bieten wir ihn mal an. Ja, sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Sehr schön. Das heißt, eine weitere Person brauchen wir. Nicolas Michatti. Oh, der hat ja, das ist ja eher ein Trainer. Was der hier alles hat. Interessant. Hier haben wir einen Schweizer Luak Favre. 12-15. Wir schauen mal, was hat er? Nur über die Schweiz hat er Kenntnisse. Okay. Den behalten wir uns mal im Hinterkopf, wenn wir keinen besseren finden. Dunjerski, Serbien, Bosnien. Bolic, Bosnien, Kroatien, Serbien, Montenegro und Türkei. Boah, 17-12-12. Das wäre ja wieder passend. Dann Tumani. Türkei und Österreich. Patrick Andersson. Okay. Ist das nicht der Andersson, der schuld daran ist, dass ein besagter Verein nicht Meister geworden ist? Ich glaube schon. Aber schlecht ist er ja nicht und er hat Kenntnisse über die nordischen Staaten. Ja, dann werden wir ihm mal ein Angebot machen, denke ich. So, Vertragsangebot. Der will ja auch nichts. Dann machen wir das hier mal raus. Machen aber hier 2 Jahre. Verhandeln wir mal. Ja, das ist.
Nichts. Da haben wir auch mal einen ehemaligen Bundesliga-Star für uns verpflichtet. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein paar Scouts angeschrieben, Verträge angeboten, die haben angenommen. Wir werden schauen, dass sie dann bald kommen. Und auch kriegen wir bald zwei Datenanalysten. Wie gesagt, die anderen Positionen werden wir mal schauen. Auch hier zum Beispiel medizinisch müssen wir vielleicht noch was machen. Das ist aber ebenfalls kein Problem. Da sind wir auch unterdurchschnittlich. Wie gesagt, wir haben die Ambition aufzusteigen, beziehungsweise da mitzumischen. Und dann müssen wir da auch ein bisschen was machen. Da brauchen wir auch im Mitarbeiterstab einige gute Leute. Da werden wir uns mal in der nächsten Folge nochmal die Trainer anschauen. Und dann uns mal mit dem Zeitplan befassen, damit wir Freundschaftsspiele und alles Mögliche ansetzen und schauen, dass wir eine gute Vorbereitung bekommen. Aber bevor wir hier weitermachen, bedanke ich mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet, wenn es heißt Let's Play Football Manager 2017 mit Igor Loric. Das war's von eurem Krumpas Bambuso.